Herzlich willkommen auf Schloss Gracht. Bevor wir einen Blick in das Innere der Schlossanlage werfen, möchte ich Ihnen etwas ganz Besonderes im Schlosspark zeigen. Zwei der in Deutschland seltenen Mammutbäume. Sie sind über 150 Jahre alt und Teil einer der bei uns ersten Gärten im englischen Stil. Der Schlosspark ist im städtischen Besitz und dient der Erholung der Bürger. Der Garten war ursprünglich nach französischem Vorbild im 18. Jahrhundert angelegt und seinerzeit durchaus vergleichbar mit den kurfürstlichen Gartenanlagen in Bonn und in Brühl. Die Anfänge gehen zurück in das 15. Jahrhundert. Damals war es ein Nebenhof eines benachbarten Gutshofes. Erst im 17. Jahrhundert erfolgte der Ausbau zu einem repräsentativen Schloss. Und Mitte des 19. Jahrhunderts entsteht nach den Plänen des Kölner Architekten Johann Anton Vallée das neue Herrenhaus mit umfangreichen Wirtschaftsgebäuden. Ein Blick ins Innere zeigt, dank der sensiblen Restaurierung und Sanierung blieb die Schlossanlage unverändert erhalten. Hier der Ostflügel der dreiflügigen Vorburg mit den stufenartigen Giebeln, der ehemalige Pferdestall und die Schmiede im Westflügel und schließlich der Nordflügel der Vorburg mit dem Haupteingangstor. Hier befindet sich auch das Wappen der Grafen Wolf Metternich zur Gracht, deren Besitz Schloss Gracht annähernd 4 Jahrhunderte bis Mitte des vorigen Jahrhunderts war. Unmittelbar daneben die Gedenktafel für Karl Schurz. Der Freiheitskämpfer von 1848 wurde hier als Sohn des Gutsverwalters geboren, wanderte aus und wurde später US-Innenminister. Heute ist Schloss Gracht im Eigentum der gemeinnützigen ESMT GmbH. Sie ist Träger der renommierten Hochschule ESMT, European School of Management and Technology, die hier neben ihrem Hauptsitz in Berlin ihre Seminarräume unterhält. Unter anderem auch im Herrenhaus. Der Wandelgang lädt zum Verweilen ein. Das sorgsam restaurierte Treppenhaus aus dem 19. Jahrhundert führt zu den oberen Seminarräumen. Der Rittersaal mit der beeindruckenden Holzbalkendecke, den reichen Stuckeinfassungen und aufwendiger Marmorisierung. Heute haben hier bis zu 130 Seminarteilnehmer Platz. Er ist damit auch der größte der 22 Seminarräume und wird zeitweise für künstlerische Veranstaltungen genutzt. Schloss Gracht kann man nicht besichtigen. Hier sind seit 1975 Lehre und Forschung zu Hause. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß auf Ihrer Tour.